hier ist Jan Alan vom Minecraft Fanclub. Und heute geht's um den MC Patcher. Wer es nicht kennt, das macht einfach nur, dass ihr die Texture Packs, die guten, die hochauflösenden Texture Packs einspielen könnt und auch gleichzeitig noch Mods einspielen könnt. Auf eine viel leichtere Art und Weise. Das wäre der Link hier, ne? Den hau ich in die Videobeschreibung. Der Download-Link wäre hier unten. Einmal das hier, ladet euch runter, kommt ihr direkt zum Download-Link für Windows. Habe ich schon gemacht, ne? Und dann geht's mal los. Also das wäre der MC Patcher hier. Momentane Version 2.1.0-02, wen es interessiert. Ja, ich habe mir auch zudem gleich ein neues Minecraft runtergeladen, komplett neu, noch nichts gemacht. Und ja, dann starten wir mal den MC Patcher. Run. Und zack. Lade kurz was und dann da ist er. So schaut er aus, ne? Hier oben ist Input und Output, also der Pfad, wo euer Minecraft sein sollte. Das müsste eigentlich von Anfang an stimmen, da müsst ihr nichts oben machen. Hier oben sind halt die Mods und die Texture-Patch-Dinger, ne? Angehakelt sind HD-Font und HD-Textures. Die sollten auch unbedingt angehakelt bleiben, ganz wichtig. Hoppala. Wenn wir das jetzt so patchen würden, würden die Texture-Packs alle klappen und kein Ding, ne? Aber wir wollen ja auch Mods einspielen, das macht ihr so. Ich habe hier mal ein paar Mods rausgesucht, also einmal wäre das Mod Loader, Too Many Items und Ultimate Fist. Alle für die passende Version und dann gehen wir mal in den Punkt Minecraft Ordner rein und machen uns einen neuen Ordner mit dem Namen Mods und ziehen dort die drei Mods rein, die wir jetzt haben wollen. So. Und dann ziehen wir noch das Texture Pack, was ich habe hier. Das ist das Spanx Pure BD Craft Texture Pack, keine Ahnung. Das ziehen wir auch in die Punkt Minecraft und zwar in den Texture Packs Ordner. So, dann haben wir mal das. Also, wir gehen jetzt mal auf hier auf Plus und tun einen neuen Mod hinzufügen. Wie man schon sieht, bin ich hier im Mods Ordner drin. Und da sind halt Mod Loader, Too Many Items und Ultimate Fist schon drin. Und ich tue jetzt mal Mod Loader anklicken, öffnen. Sieht man jetzt die ganzen Dateien, die im Mod Loader drin sind. Die tun wir auf OK und übernehmen. Dann sieht man schon hier oben gleich, Mod Loader ist drin. Nochmal Plus und dasselbe Spiel von vorne. Too Many Items rein, okay. Nochmal Plus, Ultimate Fist öffnen, okay, okay. Jetzt haben wir drin Mod Loader, Too Many Items und Ultimate Fist. So, also wir müssen jetzt einfach nur noch auf Patch klicken. Dann patcht er kurz. Und dann ist alles erledigt. Also dann sollte das Spiel eigentlich funktionieren und klappen. Schauen wir mal. Und vertippt. Sehr schön. Also. Tun wir das mal speichern. Hoffentlich nicht vertippt. Okay, sehr schön. Leute, Leute, was ist alles passiert, ne? Jetzt aber. Also. So, jetzt immer Minecraft, ne? Machen wir das Ganze mal ein bisschen größer. So. Dann gehen wir auf Mods und Texture Packs. Wie man sieht, das Texture Pack ist schon mal drin. Klicken wir an, wird eine Sekunde laggen. Ist aber nicht weiter schlimm. Und dann sollte es bald genau schon umschwenken auf die neue Grafik. Dann klicken und dann machen wir mal Singleplayer, eine neue Welt. Nennen wir die mal Käse und den Seedkuchen. Erstellen eine neue Welt, warten ein bisschen. So. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Also die Textur ist schon mal drin, wie man sehen kann. Ich werde vielleicht noch ein bisschen den Ton unterdrehen, weil das kann ein bisschen nervig sein. So. Also, Textur ist drin. Ein sehr, sehr schönes Texture Pack. Sehr, sehr schönes Texture Pack. Forschung Holz, auch sehr schön. Der Link für das Texture Pack wird auch natürlich in der Videobeschreibung sein, wenn es interessiert. Kann man sich mal angucken. So, wir hatten drei Mods, ein Mod Loader, Too Many Items und Ultimate Fist. Also, wir drücken E. Wie man sieht, ist schon auf jeden Fall einmal Too Many Items ist schon mal drin. Nehmen wir ein paar Sachen. Keine Ahnung. Und die Ultimate Fist. Klappt soweit. Das werde ich nicht setzen können, das auch nicht. Naja, sehr schön. Aber die Ultimate Fist, die klappt glaube ich auch soweit. Ja, klappt sehr gut.
Also, so funktioniert das ganz leicht und simpel. Müsst ihr nicht stundenlang Dateien rumschieben und Meta-Inf löschen und was weiß ich, einfach nur so. Und noch ein kleines Feature, was es anbietet, schließen wir mal das Ganze. Wie man sieht, haben wir jetzt immer noch hier den MC-Patcher. Und wenn ihr mal einen Mod runterladen solltet und den über dieses Programm einspielen solltet und dann ihr seht, irgendwie, ja, Blackscreen, das Spiel stürzt ab, was weiß ich, es funktioniert nicht richtig. Oder der Mod gefällt euch einfach nicht mehr, sucht ihr den Mod aus, ne? Zum Beispiel machen wir jetzt einfach mal Ultimate Fist, klickt auf Minus, dann ist aus der Liste draußen, klickt nochmal Patch, patch nochmal neu und dann ist das Minecraft ohne den Mod, also müsst ihr nicht neues Minecraft runterladen, was weiß ich, geht wesentlich schneller und simpler. Ja, ne, ich glaube, das war's soweit, versucht es aus, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn es Fragen gibt, dann könnt ihr das gerne in die Comments hauen. Werden wir es hoffentlich so schnell wie möglich beantworten. Und ja, einen kleinen Daumen hoch und abonnieren, wäre immer nicht schädlich. Ja, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.